Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und heute geht es um einen Film, der seit neuestem bei Netflix abrufbar ist. Es ist ein Netflix-Original, das insgesamt 17 Jahre lang in der Produktionsphase, Vorproduktion, Produktion, Postproduktion mit eingeschlossen, sich befand und von dem man schon gar nicht mehr geglaubt hat, dass dieses Projekt jemals stattfinden wird. Und nun ist es aber soweit. Zack Snyder hat sein Army of the Dead rausgebracht und ich möchte euch gerne erzählen, was ich davon halte. Es ist übrigens nicht die einzige Meinung im Fred Carpet-Kosmos zu diesem Film. Wer sich nämlich noch eine weitere anhören möchte, den verweise ich an dieser Stelle auf unseren Genre-Geschehen-Podcast. Da haben Daniel, Tino und André auch nochmal über Army of the Dead gesprochen. Darum soll es jetzt hier aber nicht gehen, sondern hier geht es um meine Einschätzung. Und damit ihr die einigermaßen einordnen könnt oder falls ihr noch gar nicht wisst, worum es in Army of the Dead überhaupt geht, verrate ich euch jetzt einmal ein bisschen mehr zur Handlung und dann geht es um die Kritik. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit brach in der Nähe von Las Vegas eine Zombie-Epidemie aus. Schnell wurde aus dem Pokermecker eine Zombie-Hölle und Las Vegas von den US-amerikanischen Behörden aufgegeben. Der Plan des US-Präsidenten sieht vor, die Stadt in wenigen Tagen mit Hilfe einer Atomrakete für immer auszulöschen und den Untoten damit ein für alle Mal den Garaus zu machen. Doch bis dahin lagern unter der Erde von Las Vegas noch Milliarden von Dollar in den Tresoren der Hotels und Casinos. Sie sind das Ziel einer Gruppe von Söldnern, angeführt von Scott Ward, gespielt von Dave Bautista, der durch die Zombie-Plage unter anderem seine Frau verlor. Im Auftrag von Casino-Boss Bly Tanaka kämpft der durchtrainierte Hühne an der Seite seiner selbst zusammengestellten Truppe aus Gefolgsleuten, darunter die taffe Helikopterpilotin Marion, gespielt von Tig Notaro, der ängstliche Safe-Knacker Dieter, gespielt von Matthias Schweighöfer, und Scotts eigene Tochter Kate, gespielt von Ella Purnell, die sich gegen den Willen ihres Vaters der Gruppe angeschlossen hat. Unter der Führung der die Zombies und ihre Strukturen in- und auswendig kennenden Kriegerin Coyote, gespielt von Nora Arneseda, nehmen es die bis an die Zähne bewaffneten Kämpferinnen und Kämpfer mit den Untoten auf. Doch die Uhr tickt. Schon bald wird die Bombe in die Stadt einschlagen. Hast du Bock zu spielen? Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Finden Sie den Safe. Es wird ein Kinderspiel, rein und wieder raus. Du kannst immer noch umkehren. Es gibt Filmprojekte, an deren Fertigstellung man irgendwann einfach nicht mehr glaubt. Zack Snyders Army of the Dead gehört dazu. Seit 2004, damals hatte Snyder gerade sein Dawn of the Dead Remake fertiggestellt, befindet sich der Film mal mehr, mal weniger aktiv in Produktion und hat in den 17 Jahren bis heute so gut wie jede Station der Entwicklungshölle durchlaufen. Damals schon wurde Snyder die Regie für einen Zombie-Film à la Army of the Dead angeboten, die er aufgrund anderer Projekte jedoch ablehnte. Bei Warner Brothers legte man die Idee vorerst auf Eis, nur um sie sowohl 2007 als auch 2010 noch einmal hervorzukramen. 2010 bestätigte man mit dem The Thing-Macher Matthias von Heiningen Jr. sogar bereits einen Mann auf dem Regiestuhl und kündigte Herbst 2013 als Starttermin an. Doch daraus wurde wieder nichts. Genauso wenig wie aus dem Plan, als Drehbuchautor für Army of the Dead jenen Mann zu verpflichten, der 2004 bereits Zack Snyders Dawn of the Dead geschrieben hatte. Doch James Gunn war mit seinem Suicide Squad einfach zu beschäftigt. Also wurden die Karten ein weiteres Mal neu gemischt. Diesmal allerdings von Netflix. Der Streamingdienst sicherte sich die Rechte im Frühjahr 2019 und brachte endlich Schwung in die stockenden Planungen. Man verpflichtete Snyder erneut. Diesmal für die Regie, das Drehbuch und die Kameraarbeit und stellte einen mannigfaltigen Cast zusammen. Auch letzteres brachte ungeahnte Probleme mit sich, als der ursprünglich für das Projekt eingeplante Chris D'Elia nach den abgeschlossenen Dreharbeiten mit Vorwürfen sexueller Belästigung in Verbindung gebracht wurde. So ersetzte man seine Person mit Schauspielerin Tig Notaro neu und drehte die Leier-Szenen mit Hilfe von Greenscreens und Bodydoubles neu. Nein, Army of the Dead stand, weiß Gott, unter keinem guten Stern.
Wann immer man bei der Betrachtung einer schwierigen Produktionsgeschichte zu diesem Ergebnis kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dem fertigen Film seine Startschwierigkeiten ansieht. Gerade erst bestätigte etwa Joe Wrights ebenfalls bei Netflix erschienener Thriller The Woman in the Window diesen Eindruck. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr übrigens in der entsprechenden Frische Filme Podcast-Folge. Auch der sich sukzessive zum Horror-Geheimtipp entwickelnde The Empty Man, zu dem es ebenfalls eine Podcast-Folge gibt, wäre eigentlich noch ein gutes Stück kürzer geworden, hätte man in der Entstehungsphase des Films nicht versäumt, den Regisseur von gewissen Deadlines zu unterrichten. Aber auch Zack Snyder selbst kann davon ein Lied singen. Sorgte das Tohuwabohu rund um die Entstehung von Justice League doch erst kürzlich dafür, dass mit dem Snyder-Cut eine eigene Director's Cut-Fassung veröffentlicht wurde, ganze 4 Jahre, nachdem der eigentliche Film längst aus den Kinos verschwunden war. Das Wichtigste gleich vorweg, Army of the Dead bildet in dieser illustren Reihe an mit unguten Vorzeichen veröffentlichten Filmen eine erwähnenswerte Ausnahme. Noch nicht einmal so offensichtliche Fauxpas wie etwa die Nachdrehs mit Tig Notaro sind dem Film anzusehen. Und auch sonst überzeugt Zack Snyder hier nicht nur mit Struktur und Übersicht, sondern schafft es auch, die Lauflänge von satten 2,5 Stunden mit massig Inhalt zu füllen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, wahlweise nichts zu erzählen zu haben oder aber zu viel, um allen Handlungssträngen Herr zu werden. Army of the Dead ist insgesamt ein pickepackevoller Film, angefangen bei den Charakteren. Angeführt von Dave Bautista, gehören zum illustren Rund an Haupt- und wichtigen Nebendarstellern ein knappes Dutzend Männer und Frauen. Bei so vielen Figuren liegt es nahe, sie mit möglichst eindeutigen Spleens auszustatten, um sich die in einem Film wie Army of the Dead ohnehin nur zweitrangige Charakterisierung zu sparen. Doch Überraschung! Zwar lassen sich alle Figuren auch auf nur wenige Charakteristika herunterbrechen, doch das Skript gönnt jedem und jeder von ihnen, egal wie wichtig ihr Dasein doch für die nächsten Stunden sein wird, mindestens einen Moment, in dem wir sie oder ihn näher kennenlernen können. Das macht Army of the Dead immer noch nicht zu einem Charakterdrama, verhilft dem Cast und damit auch dem Film allerdings zu enormen Sympathiewerten. Kurzum, es ist schlichtweg nicht egal, wer hierdurch einen auf den ersten Blick ziemlich banalen Plot stapft, was mit der Zeit auch die Geschichte selbst entbanalisiert. Letztlich geht es zwar nur darum, sich möglichst schnell und effektiv durch ein von Untoten besiedeltes Gebiet zu arbeiten und vor dem Einschlag einer Atombombe mit richtig viel Geld gen Sonnenuntergang, wie es im Film heißt, aus der Zombie-Hölle zu verabschieden, doch die Dynamik innerhalb der Gruppe, die von viel Humor geprägte Interaktion unter den Figuren, zusammen mit den beschworenen Gegensätzen und Gemeinsamkeiten halten das Interesse an diesem Selbstmordkommando von Anfang an aufrecht. Darüber hinaus befeuert Zack Snyder dieses Gefühl, indem er früh deutlich macht, in Army of the Dead ist keiner davor gefeit, Opfer einer tödlichen Zombie-Attacke zu werden. Ohne Rücksicht auf Verluste arbeitet sich die Untotenmeute im Laufe des Films durch diverse Haupt- und Nebenfiguren, was eine im Mainstream-Kino ungeahnte Unberechenbarkeit entstehen lässt und für diverse Überraschungen gut ist. In Army of the Dead kann man sich nie sicher sein, dass hier am Ende auch wirklich alle Guten überleben werden. Und immer wenn man gerade glaubt, den Rhythmus des Films durchschaut zu haben, entledigt sich Snyder einer weiteren Figur, bei der man felsenfest davon ausging, dass sie tatsächlich in Richtung Sonnenuntergang einem Happy End entgegenfliegen wird. Das muss man sich heutzutage Tage, ergo im Sequel-süchtigen Hollywood, auch erstmal trauen. Was ist denn das? Sie sind nicht das, wofür ihr sie haltet. Sie sind schlauer. Sie sind schneller. Sie arbeiten zusammen. Oh, Scheiße. Neben Dave Bautista als Hühne mit harter Schale und weichem Kern, einem zwar abgegriffenen, hier jedoch nicht minder überzeugenden Charakterprofil, überzeugen vor allem Tig Notaro als ultra-taffe, mit einem betont trockenen Humor ausgestattete Helikopterpilotin, Nora Aniseda als Badass-Kämpferin und Zombie-Expertin, von der ich insgesamt gern ein wenig mehr gesehen hätte, und Matthias Schweighöfer im Duo mit Omari Hardwick. Die Verpflichtung des hierzulande vor allem für seine seichten Komödien bekannten Schauspielers und Filmemachers dürfte für deutsche Filmfans im Vorfeld wohl für die größte Irritation gesorgt haben.
sagt sich ein Engagement in einem Zombie-Schocker doch arg von seinen bisherigen Rollenvorlieben los. Doch Schweighöfer überzeugte zuletzt nicht bloß in Thomas Winterbergs U-Boot-Drama Kursk oder als Nazi-Offizier im ansonsten unterdurchschnittlichen Resistance-Widerstand, sondern versuchte sich auch als Inszenator im Genre, nämlich an der bei Amazon Prime ausgestrahlten Thriller-Serie You Are Wanted. In Army of the Dead fallen ihm und Hardwick die Rollen der Comic Reliefs zu, die ihren Humor vor allem aus den konträren Charakterzügen heraus entwickeln. Zeigt sich Schweighöfers Vorzeigedeutscher Dieter zunächst und als einziger der Truppe, als wäre ein solcher Einsatz das Normalste der Welt, äußerst skeptisch gegenüber dem Vorhaben, entwickelt er nicht bloß mit der Zeit Fingerfertigkeiten im Schießen und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Er ist vor allem auch derjenige, der in den entscheidenden Momenten immer genau das ausspricht, was das Publikum zu Hause gerade denken dürfte. Während der deutlich abgeklärtere Hardwick das Ganze eher mit einem Schulterzucken hinnimmt, mit der Zeit jedoch auch die Fähigkeiten seines Kompagnons zu schätzen lernt. Böse Zungen könnten behaupten, mit Schweighöfers beabsichtigt ulkiger Performance müsste er ein düsteres Zombie-Horror-Setting tonal aus dem Gleichgewicht bringen. Doch da Zack Snyder und auch die anderen Figuren die Prämisse ohnehin nie ernster nehmen, als es sein müsste, passt eine Figur wie Schweighöfers Dieter ganz hervorragend zum Cast. Und wäre nicht Schweighöfer gecastet worden, hätte diesen Part ohnehin jemand anderes verkörpert. Die Pläne für eine derartige Figurenkonstellation bestanden von Anfang an. Apropos von Anfang an, einen Vorgeschmack darauf, mit was für einer Wucht an audiovisuellen Reizen Zack Snyder sein Army of the Dead ausstattet, liefert der bislang beste Vorspann des diesjährigen Filmjahres. In einer minutenlangen Bildmontage lässt Snyder den Untergang Las Vegas an seinem Publikum vorbeirauschen und entfesselt ein wahres Zombie- und Actionfeuerwerk, an dem man sich nicht nur aufgrund seiner schieren Gigantomanie nicht satt sehen kann. Zwischen den Zombie-Panoramen lässt Snyder direkt den mal lauteren, mal leiseren Humor anklingen, wenn er den Wahnsinn einer untoten Apokalypse den halbgaren Versuchen, eben dieser Herr zu werden, gegenüberstellt. Das ist mal in seiner Banalität urkomisch, dass etwa ein ehemals als Siegfried und Roy gehörender Tiger durchs verfallene Las Vegas stapft, verhilft dem Film zu einer süffisanten Trash-Note. Ein anderes Mal eröffnet sich allerdings schon hier, mit welcher Akribie Snyder seine Zombie-Welt in Army of the Dead kreiert hat. Und auch wie er den Terminus Zombie darin definiert. Mit den klassisch vor sich hinschleichenden, willenlosen Kreaturen haben die Zombies in Army of the Dead nämlich ihren durch herausragendes Effekt-Make-up in Untote verwandelten, angsteinflößenden Visagen zum Trotz nichts mehr gemein. Stattdessen lassen sie Anflüge eines freien Willens erkennen, wenn sie hier mitunter Überlebensstil, so nach dem Motto wir lassen euch in Ruhe, dafür lasst ihr uns in Ruhe, mit den Menschen abschließen, sich strukturell organisieren oder sogar eine Art Liebesbeziehung mit Mitzombies eingehen. Inwiefern eine derartige Neuausrichtung des Urzombies überhaupt noch den Begriff Zombie tragen darf oder dadurch vielleicht sogar zu einem austauschbaren Filmmonster wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. Army of the Dead hat mit Ausnahme seiner gleichermaßen saftigen als auch arg überhöhten Splatter-Einlagen nunmehr kaum noch was mit gängigem Zombie-Horror zu tun. Letztlich stört es aber wohl auch eher auf einer prinzipiellen Seite. Schließlich überzeugt der Film insgesamt auf so vielen Ebenen, dass die Diskussion Zombie oder nicht kaum noch ins Gewicht fällt. Kommen wir also zu einem Fazit. Ein klassischer Zombie-Film ist Zack Snyders Army of the Dead nicht geworden. An der sehr freien Interpretation des Wortes Zombie könnten sich Puristen des Genres stören. Doch wer damit leben kann, dass sich die Untoten hier organisieren und untereinander Liebesbeziehungen eingehen können, erlebt einen verdammt unterhaltsamen Mix aus Heist-Movie und Action-Abenteuer mit einer ordentlichen Portion Splatter-Horror obendrauf. Immer die richtige Balance zwischen ernst genug, um es ernst zu nehmen und nie zu ernst, dass es lächerlich wird, findend, präsentiert uns Snyder eine divers zusammengestellte Truppe aus Söldnerinnen und Söldnern, die einem überraschend schnell ans Herz wächst und einen Film vorantreibt, den man seine 2,5 Stunden nie anmerkt. Viva Las Vegas! Und ihr könnt euch selbst überzeugen, denn ab sofort, nämlich seit dem 21. Mai, ist Army of the Dead bei Netflix streambar. Nehmt euch ein wenig Zeit. Wie gesagt, der Film dauert satte 2,5 Stunden, ohne dass man es merkt, meiner Meinung nach. Und wenn ihr dem Genre gegenüber auch nur ein bisschen aufgeschlossen seid, ich glaube, dann habt ihr mit Army of the Dead eine gute Zeit. Ich war selber sehr überrascht. Ich war zuletzt nicht so angetan von Zack Snyders bisherigen Werken. Aber das hier ist mal wieder ein richtig starker Vertreter seiner Arbeit, so gesehen. Und ich freue mich sehr darauf,
beziehungsweise ich freue mich sehr für euch, dass ihr den Film dann auch bald entdecken dürft. Das war's für diese Ausgabe. Ansonsten sind diese Woche natürlich noch weitere Podcasts erschienen. Und zwar unter anderem zu Der Borndl-Kramer und Die ewige Liebe und zu The Reckoning. Wer mal wieder einen Verriss von mir hören möchte, von denen gibt es ja nicht ganz so viele, aber bei The Reckoning habt ihr mal wieder die Gelegenheit dazu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.